Kollegin. Ich bin die Elke Unrat und ich bin jetzt hier mit euch auf Teneriffa bei der High-End Consulting Strategie. Und also, ich finde es total cool, ich bin total begeistert, was wir hier alles lernen und was wir alles erleben dürfen. Tollen Team Spirit. Ich bin die Regine Bäder, das ist meine Freundin, die Elke. Wir kennen uns schon ein paar Jahre lang. Ja, ich arbeite noch in einem mittelständischen Industrieunternehmen und wir möchten uns zusammen die Maximus Business aufbauen. Deswegen, weil wir zukunftsorientiert sind, sind wir heute oder bis Sonntag auch hier mit euch zusammen. Wir arbeiten im Network Marketing, also das sprich Empfehlungsmarketing. Und ja, da geht es um Gesundheit und Wellness, Anti-Aging. Also, wir haben jedem, der gesundheitsorientiert genau. ist, eigentlich genau, und sich mit dem Thema Ernährung und Gesundheit heutzutage beschäftigt. Die Elke hat euch entdeckt und sie hat gesagt, das findet sie wahnsinnig interessant, was ihr da macht. Ich habe mir das dann auch angeschaut, dann wart ihr uns auf den ersten Moment. Augenblick sympathisch und das ist, glaube ich, viel wert, wenn so das Bauchgefühl stimmt und wir überzeugt waren, da können wir unglaublich viel mitnehmen. Also Angst, ja, also ein bisschen Unsicherheit, was uns da erwarten könnte oder was uns da erwartet überhaupt. Also ja, dass es ein Seminar ist, dass wir da was dabei lernen, aber in wie tief und so und welche Details da alles so dazukommen, das ist, ja, das wussten wir ja eigentlich nicht. Viel Geld für uns, wollen wir das investieren? Also ihr seid sehr authentisch und irgendwie motiviert hat mich einfach der Glaube, dass wenn ich mich da anmelde, dass ich da auf jeden Fall einen riesen Vorteil daraus ziehe. Und dass es nie verkehrt ist, wenn man in sich selber investiert. Also wir sehen uns schon in einem Jahr. Ja, genau, in einem ganz anderen Punkt, weil wir jetzt einfach so viel Input haben und wir das auch unbedingt gern weitergeben wollen. Und jetzt glaube ich auch so den bisschen den Leitfaden haben, den wir seitdem gefehlt hat. Ne? Genau, das ist da jetzt wirklich klar. Auf jeden Fall allen Menschen, die sich beruflich neue Ziele setzen, auf jeden Fall, die sich auch umorientieren wollen und raus aus ihrem alten Hamsterrad möglicherweise. Das auf jeden Fall. Ja, fällt dir noch was? Die zukunftsorientiert sind und wissbegierig, ja. Offen für Neues, Technologie und so weiter und so fort. Schön, vielen Dank. Gerne.